Herzlich willkommen zurück. Wir sind hier wieder bei Closing Store Simlona, machen gleich unseren Laden auf, nachdem wir etwas größere Bestellungen hatten. Aber wie gesagt, ich will jetzt auf 24, damit wir Ladenstock vergrößern können. Hier, den müssen wir auch noch austauschen gegen die. Wir müssen ja noch so einiges machen. Hier haben wir zumindest schon mal zwei, die sollen aber noch alle ausgetauscht werden. Dafür muss aber erstmal die Ecke weg. Das hier wollen wir noch ordentlich machen. Das kriegen wir schon alles hin. Ich denke mal, die sollen ja noch größer, die Darnabteilung. Das kommt dann in die Mitte und wir bauen da so rundherum auf. Das wäre bestimmt nice. Genauso wie wir hier noch nicht ganz fertig sind. Wir müssen hier noch alle kleinen große Kartons austauschen. Aber auch das werden wir hinkriegen. Den größten Teil haben wir. Ich glaube auch nicht, dass wir nochmal so eine Großbestellung machen müssen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Aktuell Post hier alles. Schön. Wir wollen ja später auch mehr Kassierer, ne? Also will die Kassen jetzt nicht alle nebeneinander, das wäre doof, aber vielleicht nachher später pro Abteilung eine Kasse oder so. Und pro Abteilung auch eigene Umkleidekabinen, dass es dieses Gemotze nicht mehr gibt. Aber der Laden muss halt erstmal viel, viel größer. Gut, im Moment geht noch alles, aber Tag ist auch noch jung, obwohl hier fehlen schon 4 Stück. Geht aber noch. Das hier geht nicht mehr. Uns fehlen. Ah, gut. Ich mach's. Dreimal Männerturnschuhe. 1, 2, 3. Ich nehme 4 mit. Fehlt jetzt eh wieder einer. Du kennst ja schon. Hier. Nein, fehlt nicht. Okay. Sonst fehlt immer einer. Schauen wir mal so hin, dann können wir gleich reinpacken. Na? Siehste mal. Passt doch. So, bei den Dormen, da fehlen auch. Oha. Könnt ihr nur 4 tragen? Jo, wir können nochmal 3 mitnehmen. 1, 2, 3. Obwohl, da fehlt jetzt eh wieder 4. Das geht so schnell bei den Schuhen. Das siehst du? Ah, nicht ganz. Auch komm. Nimm sie doch raus, Mensch! Pflanzen anglotzen können sie zu Hause, sie sollen Schuhe kaufen. Okay, aber Großen und Ganzen. Wir müssen leider ein bisschen mithelfen. Oh Gott, besonders bei denen, da fehlen ja 8 Stück. Bei den Stretch-Schüßlis. Danke. Danke. Wir wollen ja nicht. Oh Gott, bei den Pullis fehlen auch 7. Ist ja irgendein Kunde rummeckert, er hat seine Produkte nicht gefunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hier ist voll, aber ich glaube, er war auch gerade da mit der Ladungsschuhe. Das schafft er alleine einfach nicht. Gut, im Moment geht's. Röckchen füllen nur 4. Und kleine Kabine. Ja. Bitte. Dem. Kommt und nehmt doch mal einen Schuh raus. Ihr kauft doch sonst so viele Schuhe. Gut, jetzt sollte es reichen. Oder? Ist gleich 9 durch. Obwohl, die grabbeln ja auch gerne mal die letzten 10 Minuten noch so einiges weg, ne? Hatten wir ja auch schon zigmal. Zumindest hängt doch nichts. Hier, siehste mal. Packerin. So, 9 ist durch. Oha, hoffentlich reichen die. Die sind ja noch fleißig am Grabbeln. Aber es dürften keine 9 mehr kommen. Echt gut besucht der Laden im Moment. Aua. Aber gut, noch sind Klamotten da. Oh, hängt nix. Alles klärchen. Sag mal, kommt die gerade aus der Umkleide und geht? Die klaut? Nein, doch nicht. Warte auf die Kasse. Ist leicht voll.
Okay. Aber der Laden an sich ist, wie es aussieht. Jojo. Das geht. Schön, da sind die letzten Kunden hier. Jo, die kommt jetzt auch zur Kasse. Aber wurde eigentlich noch gut was weggegrabbelt, ne? Gut, wir helfen ihnen mal. Wir nehmen mal Unterhöschen mit. Wir füllen immer noch 3. 1, 2, 3. Mehr weggegrabbelt wird hier eh nicht. Dankeschön. So, und Schüchen. Für den Eimer Männerstiefel. Ja, gut. Und 2 Damenschuhe. Das hat er. Okay. Kleidchen fehlen 2 und Röckchen fehlen 6. Okay, ich beende sofort den Tag. 1, 2, 3. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt alles. Bip. Hau rein da. Da soll man rein. Habe ich sogar einmal zu viel? Okay. Bitte. Wir beenden erstmal den Tag. Ja, google mal. Alle haben ihre Produkte gefunden. Klar haben wir Minus gemacht, naja, aber unserem Mitarbeitergehälter, unserem 13.000 Einkauf, wundert mich nicht. Wir sind leider nicht ganz 24 geworden, schade. So, er macht das schon, ne? Er macht das schon, das heißt, wir können bestellen. Muss nur darauf achten, was wir im Laden haben und was nicht. So. Gehen wir durch hier. Fangen wir oben an. Vom Lager sind noch 47, im Geschäft sind 30, das passt. Mehr als 30 passen eh nicht rein. Das passt. Da sind definitiv nicht mehr genug im Lager. Den bestellst du einmal. Das Lager 40 hat, ist okay. Geschäft füllt er ja auf. Das passt. Hier muss einmal. Hier ebenfalls. Dann nett. Ja, hier ist sowieso nett. Ne, das meiste ist noch hier. Da muss auch einmal. Und der muss auch einmal. Hier auch einmal. Jo, hier, der muss auch einmal. Und die noch einmal. Siehst du mal, und die einmal. Ist gar nicht mehr so viel. Aber hier einmal gucken. Passt. Alles klar. Ja, kannst du uns Lager liefern? Weil sonst sehen wir doch irgendwann kein Land mehr. Dankeschön. Die gehören darin. Okay, die kriegen gleich einen größeren Karton. Wollen wir ihn nach austauschen? Rein. Das sind die. Das passt noch. Später will ich so 50 als magische Grenze haben, weil 60 passen die großen rein, haben wir dann mal ein bisschen plus minus 0. Das mache ich aber erst, wenn wir überall große Kartons haben. So, aber den Bundes muss ich mal gucken, da er noch am Einräumen ist, kann sein, dass da gleich wieder Platz ist. So, Rinder. Schön. Dem. Okay, Schüchen ist definitiv voll. Den stell die erstmal da hin. Wie gesagt, ich bin da ja 50 als magische Grenze. Und die Männerbullis, die... Alles klärchen. Aber wie gesagt, er ist auch noch nicht fertig mit Auffüllen, ne? Memme. Ich google mal kurz bei ihm. Guck mal, das passt noch rein. Wir machen mal mit. Zum Beispiel 6 von den rosa Pullis. Oder macht das gerade? Sieht gerade fast so aus. Okay, wo doch nicht? Er ist heute nicht der Schnellste, der Gute. Wir müssen ihm echt mithelfen.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Die. So. Dann können wir die mich zumindest, die hier über waren. War gar nicht über. Gut, ich guck mal bei den Männerhosen und den Männerpullis, ob da noch Platz ist. Bei den Hosen auf jeden Fall. Bei den Pullis nicht. Okay, Pullis sind definitiv voll, aber bei den Hosen auf jeden. Hier waren sie voll, ne? Ja, ja. Fehlen aber immer noch drei. Siehst du mal, den passt an mich auch. Man muss echt warten, bevor die fertig sind mit einräumen. Gut, sonst wird das nichts. Aber Pullis ist ein Problem. Pullis ist definitiv voll. Das heißt... Na, wir werden jetzt sowieso mal. Warte mal. Ein, zwei. Hier auch. Drei. Wir machen das Regal für Regal. Wir machen erstmal das. Eins, zwei, drei, das sind zweimal das gleiche. Naja, eins, zwei, drei, vier. Fünf große Kartons brauchen wir also einmal. Möbel. Da sind die 60er. Rin. Fünf. Dankeschön. So, den. Nimm den auch mal raus. Zock. Stell hin. Danke. Den dafür drin. So, damit wir die Probleme gar nicht mehr so kriegen. Er ist schon gleich fertig mit einräumen. Immer mit der Ruhe. Dunge. So, dann kannst du den auch schon mal hier hinstellen. Den können wir schon mal wegschmeißen. Hol den nächsten Karton. So. Bei den Rücken kriegen wir 27 Stück in die Hand. Okay. So, das passt jetzt auch. Der war leer, ne? Ey, schmeiß weg. Dann nimmst du die jetzt auch mal raus. Zack. Sonst kriegen wir hier nie die großen Kartons, wir müssen nicht machen. So, der ist auch leer. Bitte. Haben wir noch die Unterhöschen? Still hin. Da rein natürlich, ne? Ich glaube, er räumt gerade die Reste rein. Das ist gut. Aber bevor er nicht fertig ist, können wir eh nicht aufmachen. Also die Regale viel zu schnell leer. Gut, das Post schmeiß weg. Und den hier noch einmal. Den raus. Und den raus. Großen Karton hin. Dem. So, wir nehmen SD. Guck mal, er nimmt hinten raus. Der war vorhin voll. Das ist also Mist mit zwei Kartons. Das wäre super, Max. Dann nimm die auch immer von hinten. Warum auch immer. So, dann haben wir die zumindest in einen Karton. Dann können die auch weg. Zack. Und zack. So, die haben wir immer noch voll. Das waren hier die Männerpullis. Jojo, jojo, jojo. Und hier bei den Schüchen, das waren Damenstiefel. Die sind immer noch voll. Ist er fertig? Jo, er sitzt draußen. Das ist gut. Gut, dann würde ich sagen, nächsten Tag kommt das nächste Regal. Nämlich hier die Männerabteilung. Jo. Den passt dann schon. Wir machen erstmal auf. Damit wir Geld verdienen. Und weiter hochkommen vom Level. Dem, die. Und wir nehmen definitiv einen zweiten Auffüller, sobald wir können. Sieht noch nicht aus mit Werbung, gar nicht mehr geschaltet, war. Dort da hinten noch, aber hier, die auch nochmal. Danke. Gibt doch sonst nicht genug Money, Mensch.
Grabbeln das hier aber auch so schnell weg. Schön, aber den Laden selber wollen wir natürlich auch hübscher machen. Wir sollten jetzt Stufe 24 erreichen. Das heißt, wir können hier das nächste Stück kaufen. Das ist gut. Und dann brauchen wir, ich glaube, 2 Stücke, vielleicht 3. Wir brauchen es jedenfalls. Das ist alles nichts. Den kauft man schön, aber bitte nicht zu viel auf einmal und nicht irgendwie erst auf den Boden schmeißen. Das muss nicht sein. So, wie sieht's aus mit Schüchen? Am Glotzen sind sie ja schon mal fleißig. Ah, noch passt das aber. Hey, yo. Schuhe gehen immer gut. Na, guck mal, er ist auch schon am Start. Wenn er hier mit jedem Teil einzeln rumrennt, das ist furchtbar. Aber sobald wir einen zweiten haben, dann kriegen wir das schon hin. Denke ich, hoffe ich. Jojo, bis jetzt Lüfter hat. Ich kann ja auch mich schon in die Arme greifen. Guck mal, Männerschuhe brauchen wir zum Beispiel 3 Stück. In dem. 1, 2, 3. Dankeschön. Damenschuhe geht noch. Ist ja nicht genug, um kleine Kabinenwahlen. Das gehört hier alles noch? Ja. Oha, er kommt mir eine ganze Menge Schuhe, du. So viel verkauft? Oh, sieht's aus, ne? Jojo. Oh Gott, die Männerschuhe sind schon wieder fast leer. Fehlen ja schon wieder 3 Stück. Ah, die nimmt er, ne? Nicht? Okay. 1, 2, 3. Ich glaube, der hat so eine Art Prioritätenliste. Wo am meisten fehlt, macht er zuerst. Das sind die Männer. Lass mich da doch mal ran. Okay, da fehlen immer noch 4 Stück. Hader. Okay. Oder? Er rennt mit Damenschuhe durch gegen. Ich glaub's nicht. Die Männerschuhe sind fast leer und er rennt mit Damenschuhe durch gegen. Fehlt immer noch einer? Aber guck mal, schon wieder 6 Uhr durch. Nicht genügend, um kleine Kabinen. Gut, beim Kleidchen fehlen aus 6, beim Röckchen fehlen aus 7. Was ist denn das hier? Oh, ich war schneller. So, der gute Wohn, das Pulli. Und hier das rosa Blüschen. Das war hier. Bitte. So, jetzt nochmal. 6 Kläutchen und 6 Röckchen. Gut, wir kriegen eh nicht alles mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, doch. Bei Röckchen geht ja immer mehr. Gott, rosa Pulli ist ja auch so gut wie leer. Einer hängt noch hier. Fehlen aber immer noch 7 Stück. Auch wenn die Uhr heute jetzt durch ist. Ich glaube, er hat, ne? Ja, gut, ich glaube, es reicht. Wie gesagt, ist zu. Mehr Kunden kommen jetzt eh nicht. Da hängt auch schon wieder einer. Die lassen es ja überall hängen. Das ist kein Wunder, dass es leer ist. Bitte. Sind jetzt eh die letzten Kunden. Oh, der hier wurde aber auch gut geschröpft. Oh, schön. Alles Money. Ja, das freut mich doch. So, kassier mal schneller da, du. Schade, dass man die nicht irgendwie hochtrainieren kann oder so. Dass sie schneller werden. Okay. Aber 24 sind wir auf jeden Fall. Das ist auch der letzte Kunde, ne? Oh, gut. Wir helfen mir gleich mit am nächsten Tag. Vorher brauchen wir gar nicht bestellen. Das ist immer so ein Riesenchaos. Alles gleich hin. Beenden wir erstmal den Tag. Jetzt haben zumindest alle ihre Sachen gefunden. Sind gemerkt wegen Umkleide, wissen wir. Aber jetzt haben wir auch wieder einen schönen Gewinn gemacht. Und wir sind Level 24. So ist das Erste, was wir jetzt machen werden. Wieso steht denn der so? Warte mal, ist so doof. So. Rechnung bezahlen. Danke.
Und dann gehen wir jetzt auch einmal in die Fehlerleiter und holen uns hier den nächsten Bereich für 9000. Schön. Jo, das war der hier. Gut, den stellen wir ordentlich hin. Erstmal hier an die Wund. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das so ein bisschen mache. Dem. Gut, bevor wir jetzt im Lager weitermachen. Wir brauchen auf jeden Fall noch welche von denen. Das Stück muss ja auch noch weg, so ist es nicht, aber... Ich bestelle mal 3 Stück. Einen Moment. Nein. Möbel, und zwar von denen da. Pack in den Warenkorb, dankeschön. 3 Stück, aber bitte hier zum Laden. Ja. Dem. So, nein, der steht nicht ordentlich. Ah, einigermaßen. So, dann können wir die Sachen hier nämlich jetzt gleich darüber verfrachten. Und den hier. Verbacken und... Ja, den können wir verkaufen. Die Kartons nicht. Das ist klar. Gut, und der muss es hier erstmal wieder ums Eck machen, bis das Stück Wand da auch weg ist. Das ist jetzt nur provisorisch. Das Stück Wand hier kommt ja auch noch weg. Da gehen ja jetzt die Bullis ran. So. Die kommt dann auch gleich weg. Dankeschön. Am aus. Und da kommen denn jetzt die Sachen an. Verbacken und verkaufen. So, das machen wir natürlich mit den Sachen auch noch. Und den, weil das hier alles mitten im Weg steht, können wir das hier auch erstmal ein bisschen bewegen. Hier steht echt ein bisschen dicht, ne? Müssen die Leute sich ja auch. Aber hier kommen sie durch, ja. Den können wir dann hier noch hinstellen. Oder? Ja. So. Und hier könnte man dann natürlich auch noch welche hinstellen. Wie gesagt, das Stück kommt ja auch noch weg. Die Frauenabteilung wird halt etwas größer. Stellt den erstmal da hin. Ah, ist ein bisschen eng, ne? So ist es besser. So, damit sie alle ungefähr gleich stehen, kommt der hier hin. Das muss jetzt nicht auf Millimeter genau gleich, aber ungefähr. Ja. Der müsste dann ja auch ein Dickle hier rüber. Sogar noch ein Tickle. Ja. Hier passt denn definitiv noch ein Regal hin später. So wächst die Frauenabteilung, denn es ist Stück für Stück. Und dann können wir das nämlich auch extra machen. Ich will, dass der Mittelgang hier frei ist, weil das ja halt quasi eine Art Durchgang ist. Ich will mir überlegen, hier später so Wände vorzubauen. Hier vorne dann so eine Art Hüte und so ein Kram ran. Vielleicht auch die Schuhe. Und die Abteilung für Klamotten ist so ein bisschen extra. Wäre auch möglich. Gut, aber ich muss, glaube ich, erstmal mithelfen mit einräumen. Das ist voll. Gut, wir brauchen 5 Blümchenröckchen. Nehmen wir die erstmal? Oder hat er sie? Nein. Bip. Er hat sie. Ich hätte ja gedacht, dass er jetzt in der ganzen Zeit mal fertig ist, ne? So, okay, diese Bullis, da fehlen 4 und von denen fehlen sogar 7 von den Rosanen. Nehmen wir erstmal die Rosanen. Er nimmt die Rosanen, aber das sind doch keine 7. Was hat denn der gemacht die ganze Zeit? Hier ist ja nichts fertig. Mai. Was? Wie viele fehlen denn da? 10, ne? Und den Männerhusen? Okay, die Order Boy, die hat er doch eben. Egal, ist fast alles voll, oder?
So, die hier, passen die mittlerweile rein? Einen haben wir über. Ist der hier zufällig hin? Noch ein zu viel, okay. Okay, den bestellen wir jetzt erstmal. Nützt für alles nix. Gut, wir fangen oben an. Wir bleiben aber erstmal, solange wir nicht mit der magischen Grenze von 40, solange wir nicht alle Kartons groß haben. So, den bestellen wir einmal. Den genauso. Den einmal. Schuh. Oh gut, diesmal ist es wieder ein bisschen mehr, aber es geht, ne? Es hält sich in Grenzen, ja, ja. Den einmal. Den einmal. Und den einmal. Für Schuhe hatten wir, glaube ich, noch welche über. Ich weiß jetzt bloß nicht welche. Ah, doch nicht so wenig diesmal. Ich gucke jetzt nur nach Lager, nicht nach Geschäft. Geht aber, geht aber. Nein, das haben wir sie. Ich sag ja, man achtet doch nicht immer drauf. Egal, dann haben wir schnell eingeräumt. In der Zwischenzeit wird das wohl hoffentlich mal schaffen. Da fertig aufzufüllen. So, warte mal. Die Damenstiefel, die passen drin, aber wir haben schon wieder einen ganzen neuen Karton. Wo sind die? Gut, bei den Schuhen werden wir immer welche über haben, solange wir nicht die großen Kartons haben. Dankeschön. Ein Level noch, da kriegen wir hin. Dann können wir endlich neue einstellen. Das sind die guten Unterhüschen. Die können wir gleich reinschaufeln. Hatten wir nicht davon... Ich habe doch nach Lager geguckt. Wir hatten davon doch definitiv... Muss ich gleich nochmal gucken. Über 30 im Lager. Naja, gut. Muss ich gleich mal gucken. Vielleicht hat er sie eingeräumt inzwischen. Schön. Jetzt ist er fertig. Das ist gut. Ja, hier werden wir immer ein paar von überbehalten. Da sind die Männerhosen. Ein rosa Pulli damit bei. Okay. Und der kann. Ne, der ist voll, ja, das gerade sagen. Die sind auch voll. Ja, da kommen ja noch die großen Kartons hin. So, die gehen erstmal hier mit drin. Und die Röckchen gehen natürlich auch bei Röckchen drin. So, aber da er jetzt fertig ist, muss ich gleich mal gucken. Wir haben nicht überall die 40er Grenze. Dem. Dem. Ah, nicht ganz. Dankeschön. So, zwar blöd gelaufen mit der Lieferung, aber man achtet da ja nicht immer drauf. So, hier wurde mal. Das sind Beute, das sind Dormin-Stiefel, ne? Darmstiefel. Okay, eins nach dem anderen. Der ist auch voll. Die Abteilung haben wir schon vergrößert. Einen Moment. Mal auch mal kurz hier gucken. So, all ist über 40, das waren hauptsächlich die Unterhöschen. Wo ist das Problem gehabt? Wo sind denn die guten Unterhöschen? Da. Lager sagte mir 44. Wir haben ja noch einen kleinen Karton, da passen nur 40 rein. Geschäft 40, Lager 44. 29.
Muss ich das verstehen? Er sagt mir am PC Lager 44, hier sind 29. Ich hab doch nur einen Karton davon. Wenn ich das richtig sehe. Na, da sind die hinter. Muss ich das verstehen? Ist das ein Berechnungsbug? Wir haben definitiv nur 29 im Lager. Wir haben auch nichts davon so rumliegen. Sein, dass es durch irgendeine Wand gebackt, irgendwie dahinter oder so, und wir sehen das nicht. Das will ich nicht abstreiten. Also hier beim... Die schmeißen ja auch gerne, was das irgendwie hier hinter gebackt ist oder so. Aber das ist aber doof. Dann stimmt nämlich die Anzeige nicht. Da ist nichts hinter. Das ist echt komisch. Hier sind mich echt nur 29 drin. Ich glaube, das... Gut, wenn wir später vergrößern, wird man es wahrscheinlich sehen. Ich glaube, da ist irgendwas durch die Wand gebackt. Aber guck mal, er sagte mir hier wirklich... Lager, 44 Stück. Und das ist das, was mich irritiert hat. Wir bestellen noch einmal. Damit wir den Karton da voll kriegen. Ins Lager bitte. Trotzdem, die müssen ja irgendwann mal wieder auftauchen, ne? Das ist schon irgendwie merkwürdig. So, es sind 39 im Lager. Wahrscheinlich durch irgendeine Wand gebackt. Durch die, ich weiß es nicht. Was sagt er denn jetzt am PC? Bei den Dingern. Das sagt er 54. Okay, das ist schon merkwürdig. Irgendwo ist was abhanden gekommen. Aber mach nix. Es ist halt noch Early Access, ne? Da kann sowas passieren. Irritiert nur leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn mehr angezeigt wird, als wir wirklich im Lager haben. So, Werbung muss natürlich geschuldet werden. Danke. Ist das bei allen so? Ich guck mal, da haben wir 43 im Lager. Der stand, glaube ich, weiter oben. Na, hier. Ja, hier sagt er 49. Okay, die Berechnung stimmt nicht. Nehmen wir als Beispiel bei dem blauen hier. Sagt er 48. Da haben wir 37. Okay, die Berechnung stimmt nicht. Ich muss selber gucken. Ah, das ist schade. Das ist schade. Stimmt das hier denn bei Vorrat? Mal kurz. 48 sagt er hier bei den Unterhöschen. Sagt er auf 54? Nein. Das stimmt schlicht und einfach nicht. Gut, die Preise sind teurer. Okay, er berechnet es falsch. Ich muss selber gucken. Das ist klar, das wusste ich ja nicht. Wird wahrscheinlich natürlich ein Update behoben. Aber wir sind bevor den erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüssi. What's to come?